In der PHP-Doku gibt es im PHP-Handbuch in der Funktionsreferenz bei Textverarbeitung die Zeichenketten. Möchte man wissen, an welcher Position sich eine Zeichenkette innerhalb einer anderen befindet, bietet PHP dazu mehrere Funktionen. Diese unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob nach den ersten bzw. letzten Vorkommen gesucht wird oder ob die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll. Mit der Funktion StringPose wird durchsucht, an welcher Position ein String innerhalb eines anderen befindet. Dazu gibt es zuerst den Parameter ein String, der sagt, wo das Ganze durchsucht wird. Der zweite Parameter gibt an, was darin gesucht werden soll. Das heißt, wieder die Nadel wird im Heuhaufen gesucht. Und der dritte ist standardmäßig 0 und gibt an, ab wo vom ersten String weg gesucht werden soll. Als Rückgabewert, wenn nichts gefunden wird, bekommt man false. Ansonsten kriegt man die Position als Integer zurück. Wir haben als Beispiel wieder unseren String Hallo Welt. Darunter ist ein Kommentar, welcher die Positionen je anzeigt. Wir sehen, es beginnt bei 0 für H. Sehen wir uns jetzt die Funktion StringPose an. Das heißt, wir bekommen einen Wert zurück, den wir in $i speichern und sagen jetzt mit StringPose an, wo wir suchen wollen, also $String, das ist unser Hallo Welt. Auf nächste geben wir an, nach was wir suchen wollen. Das kann zum Beispiel Hallo sein. Und am Ende geben wir uns mit Echo $i aus. Aktualisieren und sehen, es kommt 0 heraus. Und 0 ist der Anfang des Strings, wo sich auch das Hallo befindet. Geben wir hier zum Beispiel Welt ein. Aktualisieren. Bekommen wir 6 heraus. 6 befindet sich an dieser Stelle und hier startet auch Welt. Wir können aber auch zum Beispiel nach einem einfachen Buchstaben suchen, wie zum Beispiel L. Und die erste Position, wo er vorkommt, wird angegeben. Das wäre hier. Wir aktualisieren und sehen, Position 2 ist das erste L. Es gibt auch einen dritten Operator, der einen Offset angibt. Das heißt, wo begonnen werden soll zum Zählen. Wenn ich hier zum Beispiel 2 eingebe und aktualisiere, beginnt er hier und er findet auch das erste L. Gebe ich 3 ein, findet er das erste nicht, sondern erst ab 3 weg. Und gebe ich zum Beispiel 5 ein, dann würde er erst ab jetzt, ab hier wegsuchen. Und dann würde 8 herauskommen, weil sich das L an 8. Stelle befindet, nach 5. Wir können auch nach keiner String suchen. Dann bekommen wir den Wert. Offset können wir entfernen und nach keiner String suchen. Dann bekommen wir 0 heraus, was eigentlich der Anfang ist. Und wenn wir nach etwas suchen, was nicht vorkommt, ZZZ und aktualisieren, sehen wir nichts, weil wir aus Rückgabewert false bekommen haben. Um das zu überprüfen, können wir zum Beispiel eine If-Bedingung erstellen und darin fragen wir, ob $i false ist. Wichtig ist hier drei ist Gleichzeichen zu verwenden und false. Dann soll mit Echo nicht gefunden angezeigt werden und sonst soll $i ausgegeben werden. Und wir sehen, bei der Suche nach 3Z hat er leider nichts gefunden. Suchen wir nach zum Beispiel Welt, aber klein geschrieben, bekommen wir auch nichts gefunden, da StringPose case-sensitive ist und somit und zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Die Funktion StringIPose ist dasselbe wie StringPose, nur dass i hier steht, dass es case-insensitive ist, das heißt, es unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchschreibung nicht. Sehen wir uns das bei unserem vorherigen Beispiel an. Wir haben hier Welt einmal mit Großbuchstaben im Zug, im Heuhaufen und mit kleinen w als Nadel. Und wenn wir suchen, wird nichts gefunden angegeben, ändern wir String
E-Pose, dann wird nicht mehr auf große Einschreibung geachtet und wir halten 6, wo unser Wort Welt beginnt. Mit der Funktion StringAirPose funktioniert im Prinzip ähnlich wie StringPose, nur wird hier nicht das erste Vorkommen angezeigt, sondern das letzte. Die Funktion ist genauso aufgebaut. Zuerst wird gefragt, wo gesucht wird, was gesucht wird und auch hier gibt es einen Offset. Sehen wir uns das Ganze bei unserem Hallo Welt Beispiel wieder an. Haben wir hier ein normales StringPose und suchen nach Welt, bekommen wir als Ergebnis 6. Weil es das erste Position ist, an denen es Welt vorkommt. Suchen wir nach StringAirPose, kommt es zum gleichen Ergebnis, weil auch wenn ich von hinten beginnen würde, ab 6 es losgehen würde. Suche ich aber jetzt zum Beispiel nach einem Buchstaben L, wäre das von vorne zuerst 2, würde ich von hinten suchen, müsste ich 8 bekommen. Wenn ich aktualisiere, bekomme ich als Ergebnis 8. Auch hier ist der Offset standardmäßig 0 und beginnt normal von vorne, dass er nichts wegstreicht. Wenn ich aber jetzt ein Minus davor setze, dann wird der Offset von hinten weggerechnet. Wenn ich aktualisiere, bekomme ich L heraus. Wenn ich jetzt diesen aber auf 4 erhöhe, also minus 4, das wäre 1, 2, 3, 4, würde er ab hier beginnen und schauen, wo das erste L vorkommt. Und dann wäre die Position 3. Würde ich den Offset auf 8 legen, das heißt, ab hier wird weggezählt, wird das L noch angezeigt, erhöhe ich auf 9, wird nichts gefunden. Und auch bei dieser Funktion habe ich das Problem mit Case Sensitive, das heißt, wenn ich nach Welt suche, wird ebenfalls nichts gefunden. Zum Glück gibt es auch für StringAirPose eine Variante, die auf Groß- und Kleinschreibung achtet. Und auch hier befindet sich wieder ein I dazwischen, das heißt für Case Insensitive. Ansonsten ist die Funktion gleich aufgebaut. Wir probieren das Ganze bei unserem Beispiel aus. Hier findet er Welt nicht, da es mit kleinem W geschrieben wird. Ändere ich StringAirPose um ein weiteres I, findet er Welt an Position 6.